Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid, denn ich möchte heute mit euch ein paar neue Sachen testen, darunter auch so ein paar High-End-Sachen, wo ich sehr gespannt bin, ob die Produkte tatsächlich was können. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt doch einfach gerne dran. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, dann würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal auch abonnieren würdet. Das geht ganz einfach, ihr klickt einfach den Button abonnieren, dann klickt ihr das Glöckchen und schon verpasst ihr kein Video mehr von mir. Ich lade immer zweimal in der Woche ein Video hoch, immer mittwochs und sonntags. Und jetzt sprechen wir wieder nicht lange drumherum, sondern starten mit dem Video. So ihr Lieben, ich habe hier einige Produkte wieder liegen, die wir heute zusammen ausprobieren. Es sind natürlich einige Produkte aus der Drogerie mit dabei, die habe ich mir selber gekauft. Es sind aber auch einige Produkte mit am Start, das sind nämlich High-End-Produkte, die habe ich von der lieben Nadja vom Kanal Nadjas Beauty Page zur Verfügung gestellt bekommen. Ihren Kanal verlinke ich euch gerne hier oben, beziehungsweise den findet ihr natürlich auch in der Infobox. Schaut bei ihr auch gerne mal vorbei, sie macht wirklich einen tollen Content. Das ist ein Kanal, den ich regelmäßig besuche, vor allen Dingen auch auf Instagram. Das lohnt sich wirklich und wie gesagt, sie hat mir einige Produkte aus dem High-End-Bereich zur Verfügung gestellt, beziehungsweise sie hat mir einige Foundations, die wir vorher so abgesprochen hatten, hat sie mir abgefüllt in so kleine Pröbchen hier, damit ich die mal testen kann. Denn es ist unfassbar ärgerlich, wenn man sich eine High-End-Foundation kauft und die sitzt nachher nicht so auf der Haut, wie man es gerne hätte. Das ist natürlich super ärgerlich und sehr, sehr schade. Deswegen habe ich mich sehr über diese Möglichkeit gefreut. Und ja, wir starten aber jetzt als erstes mit den Augen. Da habe ich mir nämlich auch einen neuen Concealer mitgebracht, den ich aber auch als Lidschattenbase benutzen werde. Das ist nämlich der Cover and Conceal 9 Stunden Matte Stick von Trend It Up. Auch wieder Trend It Up, finde ich cool. Die haben momentan wirklich coole Sachen am Start. Schaut also so aus. Und das ist so ein Stift zum Rausdrehen. Sieht so ein bisschen aus wie ein Lidschattenstift und das ist also ein Concealer. Viele Concealer-Stifte mag ich nicht, weil die sehr dick und sehr fest sind auf der Haut. Die setzen sich hier bei mir in die Fältchen ab. Die sitzen bei mir einfach nicht so schön und die decken bei mir auch nicht so gut ab. Ich muss aber sagen, dass dieser Stick hier so ein bisschen eine leichtere Konsistenz hat. Das fühlt sich an wie diese Color Corrector, die es in diesen Töpfchen gibt. Das heißt, wenn man die mit dem Finger aufnimmt, dann schmelzen die ja so mit der Körperwärme und lassen sich super schön dann auf dem Augenlid auch verblenden oder auch unter dem Auge. Und ich finde, das macht dieser Concealer auch. Und den möchte ich heute auch nachher als Concealer verwenden und jetzt aktuell auch als Lidschattenbase, denn ich finde, dass der sich auch super als Lidschattenbase eignet. Und ich zeige euch das auch einfach mal. Ne? Ihr tragt das hier auf, ihr seht, also da ist schon gut auch eine Deckkraft da. Und wenn ihr das jetzt so mit dem Finger einfach so ein bisschen verblendet, dann lässt sich das richtig toll in die Haut einarbeiten. Ihr seht, Deckkraft ist genügend da, aber das ist so, zack, weg, total softe Übergänge und sieht einfach sehr natürlich aus. Diesen Stick hier mag ich wirklich total gerne. Ich habe das echt festgestellt, dass der sehr schön auf der Haut, zumindest bei mir, sitzt. Wenn ihr also da was Leichtes sucht, vielleicht auch eine neue Lidschattenbase, dann könnt ihr euch diesen Stift wirklich mal anschauen. Jetzt kommen wir auch schon zum Lidschatten. Und da hat mir die liebe Nadja nämlich von Marc Jacobs einen Zinkel-Lidschatten zur Verfügung gestellt. Das ist der Marc Jacobs Omega Shadow Gel Powder Eyeshadow. Verpackung schaut also so aus, also sehr, sehr edel, sehr schlicht, wirklich schön gemacht. Und wenn man dann die Verpackung hier auch dann entfernt hat, dann schaut also das Döschen so aus. Also wirklich unfassbar elegant. Das ist schon Next Level. Und das Produkt von innen schaut dann so aus. Also das ist so ein richtig schöner, goldener Schimmerlidschatten. Das ist aber ein sehr gemuteter Schimmer. Das ist also wirklich richtig Gold. Und wenn man den auch mit dem Finger aufnimmt, na, also das könnt ihr hier sehen, das ist so ein ganz zartes, so ein ganz zarter Schimmer, eher so ein Pearly-Ton. Und das fühlt sich sehr, sehr fein an. Also ich habe selten so feine Lidschatten auf dem Finger so aufnehmen können, die also wirklich so eine feine Konsistenz haben. Ich gebe das jetzt auch hier einmal auf dem Augenlid auf. Das ist also wirklich ein sehr, sehr schöner Lidschatten. Also könnt ihr sehen, es ist sehr gemutet, richtig toll, alltagstauglich. Nicht zu glitzernd, nur so ein Hauch von
Das gefällt mir richtig gut, also besonders auch für den Alltag. Einfach aufgetragen, ausgeblendet mit dem Finger, fertig. Dazu jetzt einen schönen Liner, das werde ich auch machen. Ich benutze von Essence den 24 Ever Ink Liner, diesen hier. Den gebe ich mir jetzt einmal auf. Das ist jetzt also ein ganz sleeker Look, wirklich für den Alltag. Kann man natürlich den Wing auch noch ein bisschen kleiner machen, wenn man das möchte. Ich finde das so natürlich jetzt gut. Und jetzt machen wir weiter mit der Foundation. Da habe ich also, wie gesagt, ein High-End-Produkt abgefüllt bekommen. Das ist von Dior, die Skin Glow Foundation. Hat sie mir also, wie gesagt, hier abgefüllt. Freue ich mich total drüber. Und das geben wir jetzt mal auf. Ich bin sehr gespannt, wie die auf meiner Haut sitzt. Also die wollte ich schon immer ausprobieren und irgendwie hatte ich nie die Möglichkeit, das richtig zu testen. Und jetzt, wie gesagt, habe ich die Möglichkeit. Die Foundation sitzt richtig schön bei mir. Ich schaue gerade, also wir waren uns nicht sicher mit den Farben. Sie hat mir abgefüllt die Farbe 1,5N. Die passt ziemlich gut aktuell. Kleinen Rand habe ich hier unten, aber das, wenn ich das richtig ausblende, dann ist das echt okay. Und passt ganz gut bei mir überein. Die Foundation sitzt wirklich sehr, sehr schön. Ihr könnt auch sehen, wie schön Glow die hier hat. Boah, die sitzt echt gut. Die hat eine schöne Deckkraft, aber nicht zu viel, also nicht zu maskenhaft. Die gefällt mir echt gut. Das ist eine tolle Foundation. Sie ist allerdings kräftig beduftet. Also ich finde den Duft wirklich angenehm. Der ist wie so ein Parfum, riecht es. Aber er ist halt streng. Das sollte man schon wissen. Wer da empfindlich ist, muss das echt ausprobieren. Aber wie gesagt, also ich finde das tatsächlich, das ist eine echt schöne Foundation. Das hätte ich nicht erwartet. Wirklich, wirklich gut. Kann ich nur weiterempfehlen. Das ist wirklich schön. Ich werde jetzt den Concealer hier noch aufgeben und ich werde jetzt nochmal versuchen, mit einem Concealer-Trick so ein bisschen so einen Blush-Effekt auf dem Auge zu erzielen oder neben dem Auge. Und zwar werde ich den Concealer hier vorne auftragen und dann werde ich im hinteren Teil meines unteren Lides, sage ich jetzt mal hier, werde ich zwei Cream-Blushes auftragen, diese hier. Die sind nicht von Charlotte Tilbury, aber das ist eine Kopie dazu, sage ich jetzt mal. Die sind von KeyBest, habe ich bei Amazon bestellt. Das sind zwei verschiedene rötliche, roséfarbene Töne. Und ich habe das gesehen in einem TikTok-Video, wenn man eben vorne einen hellen Concealer aufträgt und dann eben noch zwei Tupfer unterschiedlich dunkle Rottöne oder Rosetöne, dann soll sich das eben sehr schön und sehr smooth miteinander verbinden. Und das möchte ich gerne ausprobieren, ob das tatsächlich so ist. Okay, also diesen Blush-Effekt sehe ich jetzt hier nicht. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich es falsch gemacht. Keine Ahnung. Irgendwie gefällt mir das nicht so gut. Aber wie gesagt, der Concealer-Stick gefällt mir sehr gut. Der hat sich hier wirklich total schön einarbeiten lassen. Das seht ihr ja auch. Sieht sehr smooth aus. Ich werde das Ganze jetzt setten mit meinem neuen Lieblingspuder. Das ist nämlich von Neo Makeup das Intense Serum Powder. Dieses hier. Das liebe ich sehr. Das habe ich kürzlich in einem Video getestet, verlinke ich euch gerne hier oben. Das ist also aktuell mein allerliebstes Loose Powder. Das ist richtig toll, das sitzt super schön auf der Haut. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Für mich aktuell wirklich eins der schönsten Puder, was mich wirklich vom Hocker gerissen hat.
Also das ist wirklich ein sehr schönes Puder. Ihr könnt sehen, hier ist auch noch richtig Bewegung im Gesicht. Also die Kombination mit der Foundation und diesem Puder, das ist einfach sehr, sehr schön, sehr natürlich. Vor allen Dingen wird dieses Puder halt eben nicht ultra matt. Es mattiert zwar runter, aber ihr könnt sehen, da ist noch richtig viel Bewegung da, ohne dass das Gesicht unnatürlich glitzernd oder glänzend aussieht. Wirklich schön. Also eine ganz große Empfehlung von mir. Eins der schönsten Puder aktuell, was mich wirklich vom Hocker gerissen hat. Ich werde jetzt noch einmal schnell Bronzer, Blush und Highlighter auftragen. Das mache ich off-camera, denn da habe ich nichts Neues dabei. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt gebe ich mir noch was auf die Wimpern. Da habe ich auch was Neues mit dabei. Das ist von L'Oreal, die Volume Million Lashes Mascara. Diese hier. Auch die habe ich von der lieben Nadja zur Verfügung gestellt bekommen. Freue ich mich wirklich sehr drüber. Die hat also auch eine sehr spannende Bürste. Das ist also so eine Silikon-Gummibürste und die hat sehr viele feine Noppen, ganz dicht besetzt. Und die probieren wir jetzt mal aus. Okay, also das ist eine Schicht, wie ihr sehen könnt. Das ist richtig krass. Ich finde, dass die Mascara wirklich sehr toll die Wimpern trennt. Wenn ihr da also was sucht, was sehr stark die Wimpern trennt, ziemlich verlängert und nicht so super viel Volumen macht, dann könnt ihr euch diese Mascara auf jeden Fall mal anschauen. Die finde ich ziemlich, ziemlich schön. Ich werde nachher mal noch eine zweite Schicht auftragen und dann schauen wir mal, wie das dann sich aufbauen lässt. So, also die Mascara habe ich jetzt in zwei Schichten aufgetragen, wie ihr gesehen habt. Die finde ich echt geil. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Die macht ein schönes Wimpernbild. Wer schöne getrennte Wimpern haben möchte, der ist mit dieser Mascara auf jeden Fall gut bedient. Was ich ein bisschen ungünstig finde an der Mascara ist, dass sie ein relativ dickes Bürstenköpfchen hat. Das könnte ein Ticken dünner sein, dann fände ich es etwas einfacher in der Anwendung. Gerade auch, wer vielleicht kleine Augen hat, so wie ich, ne? Da ist es schon ein bisschen schwieriger, mit dem Bürstchen umzugehen, aber ist natürlich möglich. Und wie gesagt, also ich habe jetzt zwei Schichten aufgetragen. Ich persönlich würde die Mascara auch kombinieren mit einer anderen Mascara noch, zum Beispiel mit dieser Falsies Lash Lift Mascara von Maybelline, um dann nochmal ein bisschen mehr Volumen zu erzeugen. Ich glaube, das ergänzt sich sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, das macht eine schöne Länge, es betont die einzelnen Wimpern sehr, sehr schön, es macht keine Spinnenbeinchen. Wenn ihr also sowas sucht, was richtig toll trennt, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Wir machen jetzt weiter mit den Lippen. Da werde ich als erstes einen Liner auftragen. Das ist von Essence der Stay 8 Hours Lip Liner. Das ist dieser hier in Rot. Den mag ich sehr, sehr gerne. Und dann werden wir ein neues Produkt auftragen. Das habe ich auch noch nicht ausprobiert. Das ist von Maybelline, das Superstay Vinyl Ink Liquid Lipstick. Das ist so ein Lip Lecker, also so einer, der dann glänzend auf den Lippen bleibt. Also dieser hier. Lustige Geschichte zu diesem Produkt. Das habe ich nämlich auch zur Verfügung gestellt bekommen von einem ehemaligen Klassenkameraden von mir aus der Grundschule, von dem lieben Alexander. Der hat mir das mitgebracht aus Paris, es war so süß. Wir hatten ganz lange gar keinen Kontakt mehr und hatten jetzt über Facebook wieder Kontakt. Eigentlich aus einem sehr unschönen Grund, denn ein ehemaliger Klassenkamerad, wohlgemerkt einer meiner allerbesten Schulfreunde damals, der ist mit seinem Flugzeug tödlich verunglückt. Und aufgrund dessen haben sich einige Klassenkameraden gefunden, um dann eben an der Beerdigung teilnehmen zu können, beziehungsweise auch eben was für den Kranz geben zu können. Und da habe ich den Alexander wieder quasi getroffen. Ich sag mal in Anführungszeichen, wir hatten erst nur Kontakt jetzt über Facebook, haben dann auch wieder Nummern ausgetauscht. Ich fand es total witzig. Und er hatte mir dann irgendwann geschrieben, hä, du machst ja YouTube und so, voll witzig. Und er ist gerade geschäftlich in Paris, ob er mir was mitbringen soll. Sag ich, aber also auf jeden Fall, geh in die Drogerie. Und es war so lustig. Er hatte nicht viel Zeit und stand dann vor den riesen Regalen und sagte, ey, was soll ich mitnehmen? Sag ich, bring den roten Lippenstift mit. Rot geht immer. Ja, was nehme ich da mit? Oh mein Gott, ich bin hier vor der Theke von Maybelline. Schnell, ich habe nur noch 3 Minuten. Das war so witzig. Und dann habe ich gesagt, ey, pass auf, nimm so ein Vinyl-Ink. Okay, alles klar. Und er hat mir mitgebracht die Farbe 25 Red Hot. Den wollen wir jetzt auch auftragen. Ich habe mich, wie gesagt, sehr darüber gefreut.
eigentlich ein trauriger Anlass, zu dem wir uns wieder gefunden haben, sage ich mal. Aber trotz allem auf jeden Fall eine lustige Geschichte. Der Liquid Lipstick ist jetzt drauf und der wird auch richtig fest, also der wird so ein bisschen sticky, das muss man wollen, aber der hält auf jeden Fall sehr, sehr gut. Das weiß ich, weil ich da schon andere auch aus der matten Reihe ausprobiert habe und eben auch aus der Reihe habe ich auch schon ein paar Nudefarbene ausprobiert und Roséfarbene. Das wird also wirklich sehr, sehr fest auf den Lippen, das heißt, ihr könnt damit essen, trinken, auch viel sprechen, ohne dass das verwischt, ohne dass es verschmiert, aber das Gefühl auf den Lippen, das ist leicht sticky. Das muss man wollen. Mich stört es nicht. Mir ist in manchen Situationen einfach nur wichtig, dass es lange hält und lang gut aussieht. Und dafür kann ich diesen Lipstick auf jeden Fall empfehlen. Und wie gesagt, vielen Dank, Alexander, dass du mir den aus Paris mitgebracht hast. Ich erinnere mich nur an unser Telefonat. Er sagt, schnell, ich habe nur 3 Minuten. Ich stehe vor der Theke. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Was bringe ich dir mit? Was muss ich da nehmen? Auf was soll ich achten? Es war echt lustig. Und wie gesagt, das war eine sehr schöne Story zu diesem Lippenstift. Jetzt kommen wir auf jeden Fall mal noch zum Fazit von den Produkten, die ich hier gerade ausprobiert habe. Und wir starten mit der Foundation. Das war ja diese Skin Glow Foundation von Dior. Die habe ich ja, wie gesagt, in so einer Probe abgefüllt bekommen. Das steht also bereits schon auf meiner nächsten Wunschliste. Die werde ich mir auf jeden Fall kaufen. Die sitzt sehr, sehr schön im Gesicht, sehr glowy. Super von der Deckkraft her, aber wie gesagt, also null fleckig. Und auch so, wie das sich hat auftragen lassen, wirklich, wirklich schön. Tolle Foundation, kann ich empfehlen. Und wie gesagt, ich werde sie mir auf jeden Fall kaufen. Einziger Nachteil bei dieser Foundation, die ist sehr beduftet. Das ist schon ein sehr starkes Parfum, was da drin ist. Ich finde das sehr schön, mir gefällt es. Aber es gibt natürlich viele unter euch, die das nicht mögen. Deswegen, wenn ihr da tatsächlich auch Interesse an dieser Foundation habt, schaut euch die auf jeden Fall vorher an und riecht da mal dran. Dann hatten wir hier diesen Concealer Pen von Trended Up. Ich muss echt sagen, der gefällt mir wirklich gut. Ich mag die Konsistenz von diesem Stick. Der lässt sich auch super als Eyeshadow Base auftragen. Ihr habt gesehen, das ging wirklich zack, zack. Man trägt das auf und dann ist das Augenlid auch gut abgedeckt. Und trotz allem sind die Übergänge sehr weich. Das gefällt mir sehr gut. Und ich finde auch, dass es sich hier in den Fältchen hier unten relativ wenig oder eigentlich gar nicht absetzt. Deswegen hat mir der Stick ganz gut gefallen. Wenn ihr also sowas mal ausprobieren wollt als Concealer oder eben auch als Eyeshadow Base, kann ich euch das empfehlen. Als nächstes hatten wir hier den Eyeshadow von Marc Jacobs. Wirklich sehr, sehr, sehr schön. Natürlich hochwertig vom Packaging, aber halt auch die Farbe wirklich toll, alltagstauglich. Leichter Schimmer, aber nicht zu doll. Also wirklich ein tolles Produkt. Würde ich jederzeit nachkaufen und das kann ich euch auch echt empfehlen. Ich fand das Ganze wirklich sehr, sehr schön oder ich finde das Ganze sehr, sehr schön auf dem Auge. Sehr alltagstauglich und trotzdem hat es irgendwie was Besonderes. Jetzt kommen wir noch zur Mascara. Da habe ich mitgebracht von L'Oreal die Volume Million Lashes Mascara. Das war diese hier. Die gefällt mir auch wirklich sehr, sehr gut. Ich finde, die trennt die Wimpern extrem fein. Die verstärkt wirklich die einzelnen Wimpern richtig krass und verlängert die auch so ein bisschen. Ihr könnt sehen, ich habe 2 Schichten aufgetragen und das Ergebnis ist wirklich unfassbar schön. Wer also getrennte Wimpern möchte und wirklich nur einzelne Wimpern quasi hervorheben möchte, für den ist diese Mascara mit Sicherheit gut geeignet. Ich persönlich würde sie noch mit einer Volumenmascara so ein bisschen kombinieren. Ich glaube, das macht nochmal ein richtig anderes Ergebnis jetzt bei meinen Wimpern. Aber wie gesagt, auch so gefällt mir das Ergebnis der Mascara richtig gut. Und was ich ein bisschen schade finde, der Bürstenkopf der Mascara ist ein bisschen groß. Wer also kleine Augen hat, könnte da ein bisschen Schwierigkeiten bekommen, aber es ist trotzdem möglich, die Mascara gut zu benutzen. Ist wie gesagt eine sehr schöne Mascara, hat mir gut gefallen und null Spinnenbeinchen, wie ihr sehen könnt und richtig schön Länge und einzelne Härchen. Als letztes hatte ich ja dann hier den Liquid Lipstick noch aufgetragen. Diesen hier von Maybelline, das ist der Superstay Vinyl Ink in der Farbe 25 Red Hot. Ich finde den Lippenstift wirklich extrem schön. Also nochmal vielen Dank, Alexander, fürs Mitbringen aus Paris.
Ich werde jetzt immer daran denken, wenn ich den benutze. Wie gesagt, ich finde den von der Farbe her extrem schön. Also das ist ein richtig tolles Rot. Das ist so ein richtiges roter Teppich-Look. Rot. Genauso würde ich auf einen roten Teppich gehen. Gefällt mir super gut. Außerdem finde ich auch das Finish auf den Lippen schön. Also das ist sehr glänzend. Das könnt ihr ja sehen. Das ist nicht so ein mattes Ding, sondern so ein glänzender Liquid Lipstick. Mag ich super gerne. Und ich weiß, dass die auch extrem lange halten. Wenn ihr also einen langen Abend vor euch habt, wo ihr viel esst, viel trinkt, dann wird sich dieser Lippenstift kaum abtragen. Das finde ich gut. Allerdings ist der so ein bisschen sticky auf den Lippen. Das Gefühl muss man mögen. Mir macht es nichts aus. Ich benutze den tatsächlich sehr gerne, wenn ich irgendwo aus bin, wenn ich irgendwo hingehe, wo ich wirklich weiß, da habe ich einen langen Abend vor mir und ich möchte, dass der lange hält. Dann benutze ich sowas hier. Das ist also auch eine echte Empfehlung von mir. Aber wie gesagt, ist so ein bisschen sticky auf den Lippen, muss man mögen. So, ihr Lieben, und das war's für heute mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen inspirieren, ein bisschen unterhalten. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Produkte findet, was euch besonders gut gefallen hat. Was würdet ihr euch kaufen? Kennt ihr vielleicht auch die Dior Skin Glow Foundation? Habt ihr die schon benutzt? Schreibt mir da gerne in die Kommentare und lasst uns da in den Austausch gehen. Und wenn euch das Video jetzt gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, denn dann verpasst ihr nie mehr ein Video von mir. Ich wünsche euch jetzt noch ganz viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.